Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist Nomis Sonder und wir sehen uns hier in dem nächsten Let's Play von War Robots. Dieses Mal auf dem Testserver. Es gibt hier einiges Neues. Es gibt drei neue Prototypwaffen, alle auf dem leichten Platz. Einmal den. Ich muss sie jetzt suchen. Einmal den leichten Prototypen, den mittleren Prototypen und den schweren Prototypen. Alle machen, soweit ich weiß, gleich viel, ja, die machen gleich viel Schaden, fliegen gleich weit, haben nur unterschiedliche Farben und fliegen unterschiedlich schnell, wobei der Heavy-Prototyp am schnellsten fliegt. Das sind leuchtende Bälle, das sieht man jetzt aber auch gleich. Also es sind komische leuchtende, in sich drehende Bälle, die sehr, 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 sehr langsam fliegen. Ich finde, die sind unglaublich schlecht. Die neuen, also der Galahad und der Gareth, die haben auch eine neue Lackierung bekommen, die ich persönlich sehr, sehr hübsch finde. Also, ich finde die Lackierung einfach Hammer. Also, auf eine Lackierung für einen Galahad habe ich schon lange gewartet. Die Lackierung vom Gareth finde ich auch nicht schlecht. Sieht auch echt, echt nice aus. Und ja, ich habe hier auch einen Badge drin, der glänzt ja extrem im Vergleich zu den anderen Robotern. Als ob der lackiert worden wäre, so mit Klarlack. Ja, reden wir nicht viel, gehen wir in den Kampf und schauen uns an, wie die neuen Prototypwaffen so sind. Ich habe sie schon davor getestet, aber ich habe es nicht aufgenommen. Ich finde, sie sind eigentlich echt, wie schon gesagt, schlecht. Sie sollten eine Zielerfassung haben, ähnlich wie eine Spiral oder wie eine Hydra. Da die so langsam fliegen, könnte dann zum Beispiel auch eine Natascha vor denen weglaufen. Aber die fliegen halt einfach geradeaus und fliegen auch noch leicht nach oben, sodass man den Gegner von 300 Meter Entfernung gar nicht treffen kann. Also da muss man echt, echt nah rangehen. Das ist auch der Grund, warum ich sie auf dem Stalker habe. Und auf dem Galahad, weil der Galahad hat ein Schild und mit der Orca muss ich sowieso relativ nah dran. Und naja, okay, ich warte halt sehr lange. Ich breche einfach mal die Schlacht ab und starte erneut. Das hilft manchmal was. Da komme ich meistens schneller in den Kampf rein. Zumindest so habe ich die Erfahrung bis jetzt gemacht. Ich hoffe, dieses Mal ist der Ton auch besser. Weil im. Ja, siehst du, geht doch. Weil in meinem ersten Video war der Ton einfach zu leise, also der Spielsound. Und in meinem zweiten Video war der Spielsound einfach zu laut. Ja, hier muss ich noch was in der Umsichtskamera ändern. Das ist mir hier ein bisschen zu schnell. Ja, ich bewege mich doch. Ist mir immer noch ein wenig zu schnell. So, jetzt sollte es gehen. Also. Oh ne, ich sehe schon wieder Trident Furies. Da habe ich schon wieder keine Lust drauf. Ein Dash. Ja, was denn auch anderes? Auf dem Testserver fliegen auch mal. Hey, das ist unglaublich. Das ist echt. Nö. Ja, sorry, das kann ich dann jetzt nicht ausprobieren. Das macht nämlich keinen Sinn, da jetzt versuchen, hier. Was macht denn der? Der steht auch nur so dumm rum. Hier meine. Diese Waffen auszuprobieren, wenn hier überall nur Tridents rumfliegen. Da habe ich auch keine Chance. Ich finde den Patch eigentlich für Tribute Chase am besten. Weil. Hey, der ist ja langsam wie Sau. Da hängt irgendwo fest. Der hängt einfach irgendwo fest. Das war jetzt dämlich. Die Hälfte hat in die Wand getroffen. Ich hoffe, ich kriege den Batsch hier weg. Ich finde, ich meine, das lädt jetzt noch 5 Sekunden. Ups, das wollte ich nicht. Das lädt jetzt noch 5 Sekunden. Und. Vereint sich irgendwie perfekt mit der
Schnellwechselfunktion, die Nachladezeit von der Triple J. Oh, das gefällt mir wiederum nicht. Das ist ziemlich perfekt aufeinander abgestimmt, daher finde ich. Das war jetzt zwar Verschwendung, aber den will ich weghaben. Da hinten fliegen Zeus, oder da hinten donnern Zeus durch die Gegend. Die muss ich auch weghaben. Wenn ich die ganzen Fernkämpfer hier weghabe, sieht nach einem Schild aus. Oder nach einer Wand. Wenn ich die ganzen nervigen Fernkämpfer weghabe, oh nee, da kommt schon wieder ein Fury. Dann kann ich halt die neuen Waffen erst testen, wenn ich auf einem anderen, auf einer anderen Map bin, die nicht so riesig und nicht so gut für Sniper geeignet ist. Ich hau den hier jetzt auf jeden Fall weg. Also die Dinger, die machen schon ordentlich Schaden. Ich meine, das hat fast die gleiche Feuerkraft wie 4 Natashas oder 2 Carnages. Es ist schon heftig, finde ich. Oh oh. Hauptsache Fury ist weg. Und so schnell geht es. Jetzt muss ich noch warten, bis es nachgeladen hat. Mit der Geschwindigkeit kann ich da jetzt den Tarans auch nicht sonderlich viel entgegensetzen. So, wenn er hier um die Ecke kommt, wird er aber wahrscheinlich. Oh. Ah, hätte ja was werden können. Auf jeden Fall, dass ihr jetzt schon mal die neuen Waffen seht. Ich muss nur jetzt nah genug an irgendjemanden rankommen. Sagen wir an den hier. 350 Meter. Sie haben keine Zielerfassung. Es sind einfach so fliegende Bälle. Die fliegen jetzt einfach mal nach oben. Ich weiß jetzt nicht warum. Es macht in meinen Augen keinen Sinn. Die nach oben fliegen. Die haben ja eigentlich eine Zielerfassung. Die sollten eigentlich dem Ziel hinterherfliegen oder sowas. Vor allem für diese Geschwindigkeit. Vielleicht fliegen sie auch einfach nur nach oben und fliegen dann von oben auf das Ziel. Also ich habe das ja bis jetzt noch nicht richtig beobachtet, wie die fliegen. Natürlich habe ich nicht so nicht viel Schaden gemacht. Was soll ich da jetzt auch machen? Ja, auf jeden Fall Runde 2. Ich versuche jetzt möglichst alle Roboter hier auszuprobieren, dass ihr auch den Dash seht. Ich finde den Dash eigentlich. Ich finde ihn. Ja, ich weiß nicht, wie ich ihn finden soll. Ich mag ihn, aber ich mag ihn auch nicht. Das ist eine schönere Map. Starten wir jetzt auf jeden Fall mal hier mit. Wir haben hier zwei Jesses im Team oder GC oder wie die auch immer ausgesprochen werden. Warum er jetzt schon wechselt, weiß ich nicht. Der Jesse wäre eigentlich besser gewesen für diese Waffen. Der macht viel mehr Schaden. Ich weiß auch nicht, warum er diese Konfiguration von den Dingern ausgewählt hat. Also auf jeder Seite so ein Teil. Wenn ihr die Dinger jetzt verfolgt. Ich möchte mal wissen, also man sieht die jetzt nicht wirklich, aber fliegen sie dem Ziel hinterher? Sie fliegen dem Ziel hinterher. Interessant. Nee, fliegen sie nicht. Obwohl, ich versuche mal näher ranzukommen. Hat mir jetzt nicht so viel gebracht, wie ich gemerkt habe. Also sie fliegen dem Ziel schon hinterher. Und sie treffen es auch. Ja. Tridents, wie auch anders. Ich mag den Sprung von diesem Kerl hier nicht. Naja, schaut euch mal die Range an. Obwohl, naja, so weit war das jetzt gar nicht. Aber für Gegner wäre das echt unfair. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr habt da so einen und nehmt ihn mit Orkans ins Visier und der macht einfach so. Ist dann weg. Das geht doch nicht.
Oh. Hier, das meine ich. Lancelot wird Orkan. Einfach weg. So, bye bye. See you later. So das Motto, du kannst mir gar nichts. Ich kann mit diesem Roboter sowas von gar nicht spielen. Ich kann mit dem so schlecht zielen. Das ist echt unglaublich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann mit einem... wer ist der Kamerad nochmal? Mit einem... Rogatka kann ich besser spielen als wie mit einem Dash. Ja, toll. Da kann ich jetzt auch nicht viel machen. Steigen wir hier mal in den Gareth um. Ich habe ihn mit Orkans und einer Pinata ausgerüstet. Da ich finde, naja, auf dem Gareth, ich habe den Gareth eigentlich noch nie... Oh oh, Orkans. Da muss ich mich von fernhalten. Die klatschen mich sonst weg. Der hat ja nicht so nicht viel Leben. Wow. Ich sehe zwar jetzt eine dumme Idee, da hinzugehen. Das war das Dümmste, was ich je getan habe. Meine. Vielleicht bin ich. Und hier haben wir auch den Galahad. Ich finde die Lackierung, sie sieht zu. Also sie sieht schon gut aus, aber sie sieht ein bisschen unscharf aus. Ich weiß nicht. Sie sieht mir einfach zu unscharf aus. Fühlt sich das nur so an oder ist das Eco-Schild stärker geworden? Nee, nicht Eco-Schild, sondern... Oh, nee, du. Ja, den kriege ich weg, glaube ich. Nicht mal auf dir, obwohl, doch. Lief ganz gut. Also der Prototyp ist scheinbar gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Er ist halt nur etwas sehr, sehr langsam. Fliegen die Kugeln immer noch? Ja, da hinten fliegen sie immer noch. Sie sollten dann halt auch hundertprozentig treffen, wenn sie so langsam sind. Ich meine, der kann ja auch hinter einem Haus verschwinden oder so. Dann kann er sich halt dadurch gegen die Teile schützen. Aber sie sollten auf jeden Fall, meiner Meinung nach, besser treffen. Wow, wir haben ja mega wenig Schaden gemacht. Ich hau die Dinger jetzt mal auf den Petten. Damit es auch schön bunt wird, nehme ich einfach mal alle drei, die es gibt. Sieht bestimmt toll aus. Also hier nehmen wir oben einmal den leichten und den Medium. Und den schweren und als vierten, was nehmen wir als vierten? Nochmal den leichten. So. Da blau meine Lieblingsfarbe ist. Da kann man dann jetzt auch die unterschiedliche Fluggeschwindigkeit sehen, denke ich mal. Weil ich glaube, der leichte Prototyp, der fliegt nur 15 km/h waren es, glaube ich, oder 18 oder so. Und der schwere, der fliegt 23 km/h schnell. Ich meine, das ist ja jetzt nicht wirklich schnell. Aber wenn man nah am Gegner dran ist, sind die Dinger halt ziemlich asozial. Da sie ziemlich viel Schaden machen. Nehmen wir schon gleich am Anfang den Patten. Hier ist der Spawnpunkt verschoben worden. Das habe ich noch ganz vergessen zu sagen. Bei den Maps wurden die Spawnpunkte verschoben. Also nicht bei allen Maps, zum Beispiel auf Yamantau, auf Shenzhen und auf Springfield wurden die Spawnpunkte verschoben. Wie man hier sieht, der spawnt noch nicht mal auf der Brücke, sondern hier unten. Und Signalfeuer wurden auch verschoben auf Yamantau. Bei der hohen Plattform, also auf der höheren Seite, sage ich jetzt mal, wurde das eine Signalfeuer, was ganz rechts unten war, nach oben verschoben.
Ganz links unten war. Wurde nach oben verschoben. Hier sieht man jetzt auch die unterschiedliche Fluggeschwindigkeit. Das rote ist am schnellsten, danach kommt das gelbe und dann kommen die zwei blauen hinterher. Der trifft mich mit der Nordkante nicht. Ich muss schon besser spielen lernen. Oh oh. Oh oh. Sieht gar nicht gut für mich aus. Dinger hier, die wollen ja auch nicht treffen. Also wirklich. Die sollten eindeutig zielgesuchter sein. Jetzt war ich so abgelenkt, dass ich noch nicht einmal hier die Dinger da gesehen habe. Ja, was soll's. Was nehmen wir als nächstes? Den Dash. Gehen wir mal ein bisschen mit dem Dash rumhüpfen. Den Dash, den finde ich eigentlich super vom Design her. Also es sieht ziemlich neuartig aus, aber die Waffenplattform gefallen mir nicht. Ich meine, wo die Waffen angebracht sind, das ist. Ich kann nicht leiden, wenn etwas so unglaublich unsymmetrisch ist, was eigentlich symmetrisch sein sollte oder müsste. Also es sieht, finde ich, einfach nur scheiße aus, wenn das so hässlich verschoben ist, sage ich jetzt mal. Mit dem Dash kann ich absolut gar nicht zielen. Ja, was willst du tun? Damn Furious, Alter. Seht ihr, wie langsam die Teile sind? Aber sie fliegen mir hinterher, aber ich bin halt schneller. Aber sie nerven. Scheint, dass sie explodiert sind. Da wir noch viel Zeit haben, nehme ich einfach mal den Galahad. Es wird scheinbar eine längere Aufnahme, über 20 Minuten schätze ich. Bisher konnten wir noch keinen Kampf gewinnen. Aber es wird sich jetzt hoffentlich ändern. Also ich finde die Lackierung vom Galahad echt Hammer. Also wirklich. Aber die sollte ein bisschen mehr Glanz haben. Also die sieht so matt aus. Das sieht so... so grafisch schlecht aus, sage ich jetzt mal. Wenn eine Lackierung so matt ist, sieht das nicht so super aus. Nah genug dran. Ich glaube, das sind gute Waffen, wenn man im Nahkampf gegen langsame Roboter ist, zum Beispiel gegen einen Lancelot oder sowas. Kann das schon ganz gut sein. Schätze ich mal. Wow. Ich werde hier von allen Seiten angegriffen. Ich fühle mich hier sehr allein gelassen. Keiner von den Teilen trifft den Lenze. Obwohl. Direkter Treffer. So will ich das haben. Ich habe doch das Schild verschieben gedrückt, ey. Ach ja, was soll's. Wir haben sowieso gleich gewonnen. Da hilft es jetzt auch. Da bringt es jetzt auch nichts in den Gareth noch zu wechseln. Damit mache ich nämlich keinen Schaden mehr. Ich komme nicht so schnell genug an die Front. Also nehmen wir hier einfach den... Oh, ich vergesse die Namen immer. Unseren Freund hier, den... Den... Ich schaue einfach nachher, wie der heißt. Ich habe es echt vergessen. Ich hab's echt vergessen, wie der heißt. Naja, was soll's. Wow, das habe ich gar nicht gesehen. Das wollte ich sehen. Was kam da gerade? Wertung. Jetzt habe ich's weggedrückt, ey. Ach, scheiße. Ha, wahrscheinlich Medaille für den ersten Sieg oder so.
Oh, 5 Gold bekommen auf dem Testserver, das bringt es jetzt auch voll. Den Patch. So, jetzt habe ich den Namen wieder. Also, von den neuen Prototyp-Waffen finde ich den schweren Prototypen am besten, weil er am wenigsten underpowered ist. Ich finde die Teile, die suchen das Ziel schon gut, aber sie sind halt. Naja, sie sind so. So, naja, sie sind. Naja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ich mag sie einfach nicht so sehr. Obwohl ich sie eigentlich gut finde. Ich mag sie, aber ich mag sie auch nicht. Da bin ich jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, die sollten deutlich besser das Ziel suchen. Ich habe so das Gefühl, dass sie nach einer Zeit einfach explodieren oder sonst was. Sie sollten das Ziel so lange verfolgen, bis sie irgendwo reinfliegen in ein Haus oder in das Ziel. Also da muss das Ziel dann halt in Deckung gehen. Aber so wie sie jetzt sind, sind sie meiner Meinung nach zu schwach. Und ja, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Euer Nomis Zonda.